Okay, dann vielen Dank. Dann heiße ich Sie alle willkommen. Danke, dass Sie nach ein paar anstrengenden Tagen wahrscheinlich schon jetzt bei der Themenwoche auch hier heute Abend dabei sind. Wir wollen ein bisschen über Digitalisierung sprechen, Digitalisierung im Hochschulbereich. Und wir haben uns das Thema zersplitterte Welten als Thema genannt, weil wir denken, es geht auch in sehr unterschiedliche Richtungen. Das wollen wir heute Abend präsentieren. Sie wissen ja, es geht um unser Projekt namens Ahead. Und erstmal präsentiere ich unser Team. Es ist ein internationales Team. Es ist erstmal ein Projektkonsortium von FIPS zusammen mit HISHE. Von FIPS, ich arbeite zusammen mit Katrin Schulze. Und dann haben wir Klaus Wannemacher und Maren Lübcke, die sich gerade verstecken. Und Markus Ebner ist auch hier von der TU Graz und sein Kollege Martin Ebner. Nein, die sind nicht verwandt. Bei dem Projekt, wir haben bisher Analysen gemacht. Wir haben Analysen in vier verschiedene Bereiche gemacht. Wir haben erstmal gesehen, was sind die Entwicklungen aktuell und erwartungsgemäß auf dem Arbeitsmarkt. Was sind die Entwicklungen in Didaktik, in der Lerntheorie? Was sind die Entwicklungen in der Technologie und in der Bildungstechnologie? Und was sind die Entwicklungen, die wir sehen bei bestimmten neuen Organisationsformen im Hochschulbereich? Daraufhin haben wir vier Modelle entwickelt, die wir denken, die Hochschullandschaft in 2030 prägen wollen. Und unser Ziel heute ist, dass wir darüber mit Ihnen sprechen. Ich präsentiere erstmal unseren Ablauf heute. Wir werden gleich einen kleinen Einführungsvortrag von Marcus Diamond bekommen. Er wird uns einfach in das Thema Digitalisierung und Hochschulbildung einführen. Danach werden wir so kleine Pitches machen für unsere vier Modelle, die wir nachher diskutieren wollen mit Ihnen. Alle vier von uns werden ganz kurz einen Pitch machen für das jeweilige Modell. Und danach würden wir die Gruppe hier aufteilen in vier, sodass jeder einen Kurzvortrag über die jeweiligen Modelle hören kann. Und am Ende des Abends würden wir über das Ergebnis sprechen. Wir wollen mit Ihnen über die Wahrscheinlichkeit dieser Modelle sprechen, aber vor allem eigentlich über die Frage, okay, wenn es diese Modelle gibt, welcher Anteil der Studierenden in 2030 werden entsprechend diesem Modell studieren? Die Hauptargumente von unserem Projekt Ahead sind im Prinzip, dass wir sagen, wir sehen immer wieder die gleichen Debatten. Letzte Woche am Donnerstag und Freitag war ich bei einer Veranstaltung von der EU-Ratspräsidentschaft von Österreich. Es ging um Flexibilisierung des Hochschulsystems. Und innerhalb dieses Kontextes haben wir auch über Digitalisierung gesprochen. Und man spricht immer über die Schwierigkeiten bei Chancengerechtigkeit, bei der Öffnung des Hochschulsystems. Und was man sieht, ist Flexibilisierung und solche Sachen, die werden immer als Problem gesehen. Obwohl wir wissen, für bestimmte Zielgruppen macht das auch Sinn. Insofern, was wir denken, ist, gegebenenfalls muss man auch über die Organisationsform Hochschule nachdenken. Wir wollen aber nicht sozusagen diesen Silicon Valley-Ansatz nehmen, dass wir sagen, alles muss disruptiv angeschaut werden, das ist komplett neu sein muss, sondern wir sehen schon, vor allem wir machen in dem Projekt so eine internationale Umschau, wir sehen ganz interessante Entwicklungen, ganz interessante Initiativen und wir überlegen quasi im Kontext des Projektes, welche von diesen Initiativen oder Entwicklungen würde man verstärken wollen bis 2030. Und daher kommen wir dann zu unseren vier Modellen, die wir gleich präsentieren.
zeige ich aber noch nicht, weil zunächst mal Marcus Diamond wird uns eine kleine Einführung geben in die Thematik auch. Wir wollten unbedingt, dass jemand von außerhalb des Projektes erstmal über das Thema spricht, damit wir so eine inhaltliche Einführung auch bekommen. Und danach kommen wir zu den praktischen Aufgaben für ihn heute Abend, für Sie heute Abend. Ja, danke Dominik. Hallo allerseits nochmal von meiner Seite, Markus Daimann. Ich spreche als digital affiner Bildungswissenschaftler heute zu Ihnen und freue mich auch sehr über die Einladung. Nochmal vielen, vielen Dank, weil mich das Thema ja auch sehr beschäftigt, wie manche von Ihnen euch schon wissen, und ich äußere mich da immer gern dazu. Ich habe mir das so gedacht, also wenn man über die Zukunft der Hochschule spricht, sollte man meiner Meinung nach erstmal in die Vergangenheit gucken, um auch so ein Stück weit daraus zu lernen. Und ich habe jetzt drei Thesen mitgebracht, oder ich versuche irgendwie so drei Thesen zu bearbeiten in jeweils 5 Minuten. Das erste ist, wir gucken uns an, wie so die Idee und die aktuelle Lage der Universität, man könnte auch Hochschule natürlich sagen, ist. Dann gucken wir uns dieses Digitalisierungsphänomen an, das habe ich jetzt überschrieben mit Digital ist besser. Und dann möchte ich mit der dritten These schließen, Reclaim Bildung, also dass wir uns den Bildungsbegriff und der Bildungstheorie wieder ein bisschen anschauen oder ein bisschen nähern. Gucken wir uns also die Idee und die aktuelle Lage der Universität an. Da sind wir hier an einem Ort, also in einer Stadt, was sehr bedeutend ist für die Bildungslandschaft, die Hochschule, nämlich hier hat Wilhelm von Humboldt gewirkt. Er hat die Idee geprägt und so vor circa 200 Jahren hat er dann sein Ideal ausgesprochen. Also er hat 4 Leitprinzipien einer Reform Universität geprägt. Das war Freiheit der Wissenschaft, Einheit von Forschung und Lehre, Einheit der Wissenschaft und Bildung durch Wissenschaft. Und jetzt schauen wir uns mal heute an. So sehen Hochschulen, Universitäten aus. Und ich glaube, da fällt es nicht schwer zu erkennen, dass wir uns da ein Stück weit von entfernt haben, also von den Idealen. Klar, also bei Humboldt hat er nur ein ganz geringer Prozentsatz von Menschen studiert. Heute haben wir über 50%, die an die Hochschulen wollen, und es soll immer noch mehr werden. Und nicht nur von der Schule, sondern auch aus der beruflichen Bildung wird der Übergang gefördert. Aber das Problem, was ich da sehe, ist, dass wir von Humboldt nicht loskommen. Also Humboldt schwebt so über allem. Man bezieht sich auf Humboldt sogar von Menschen, die eigentlich genau das Gegenteil von Humboldts Thesen vertreten. Also Humboldt würde sich im Grabe rumdrehen, wenn er gewisse Dinge, die als digitale Bildungsrevolution verkauft werden, anschaut. Aber also das ist so eine Ambivalenz, so eine Twitter-Position. Und das wollte ich jetzt ein Stück weit problematisieren, ob es Sinn macht, jetzt Humboldt immer wieder neu auszugraben. Was es dann anstelle braucht, versuche ich in meiner dritten These nochmal was zu sagen. Jetzt gucken wir uns nochmal auch was Aktuelles an, nämlich Hochschulrahmengesetz. Da findet man auch nicht mehr so den Bezug zu Bildung. Also bei Humboldt unterscheidet er zwischen allgemeiner Bildung, was wir auch so mit Persönlichkeitsbildung verstehen können, und beruflicher Bildung. Diese berufliche Bildung hat sehr überhand genommen. Wir sprechen heute von Employability, fit machen für einen sich wandelnden Arbeitsmarkt. Wir brauchen 21st Century Skills. Ich denke aber, es ist trotzdem wichtig, auch diese allgemeine Bildung nicht zu vernachlässigen. Also wir sehen, ich hoffe, ich habe das in meinen wenigen Ausführungen klar gemacht, also es gibt eine ganz ambivalente Situation bei den Hochschulen. Also einerseits halten sie an Humboldt als Erbe fest, andererseits wird auf die Hochschulen dauernd eingeschlagen, von wegen, ja, ihr müsst euch reformieren, ihr müsst euch innovieren. Tatsächlich passiert aber was. Hochschulen haben sich bewegt, also Hochschulen verändern sich ja auch dauernd. Aber die Vision, die Mission, die Prinzipien sind immer noch mit Humboldt verhaftet, können aber durch die Massenuniversität gar nicht mehr so aufrechterhalten werden. Und in dieser ungeklärten Lage kommt jetzt nun die Digitalisierung noch hinzu. Das heißt, es wird noch konfuser und noch komplexer in meiner Ansicht, weil, das sehen wir ja auch bei diesen Veranstaltungen hier, es wird gefordert, wir brauchen Digitalisierungsstrategien. Dann soll die Lehre gestärkt werden. EU-weite Zusammenarbeit. Also es läuft ganz viel durcheinander, und ich denke, im Kern ist es auch zurückgeführt, dass ungeklärt bleibt, was Bildung, was Hochschulbildung überhaupt ist.
Jetzt nochmal zum Thema Digitalisierung. Also Digital ist besser, ist auch das erste Album von Tokotronic von 1995 und es schwingt jetzt, für die Älteren unter uns, und es schwingt halt immer noch so mit. Also Digital ist besser und es gibt so ein Phänomen aus dem Musik- oder Kunstbereich, die widersprechen so diesem Narrativ, Bildung ist, Digital ist immer besser. Also dazu habe ich, das sagt hier mehr als meine Worte. Also sie lehnen diesen Transformationen, auch diese inhärente Revolution ab. Also Digital oder Digitalisierung ist immer besser. Und da kommt es dann eben auch zu einer Vermischung zwischen digital und elektronisch. Ne? Man denkt dann, ja, digital ist sowas wie elektronisch und jetzt müssen wir alle möglichen viel elektronischen Geräte verwenden, dann ist das alles schon ganz gut. Früher hieß es ja E-Learning, also Electronic Learning, heute heißt Digitalisierung, wird aber noch konfuser. Und mit diesem Meme, also was sehr populär ist, schon 2-3 Jahre alt, wird aber genau darauf angespielt, weil es gibt ja auch analoge Computer, so wie die Schreibmaschine. Also digital heißt ja eigentlich nichts anderes wie genau abzählbar. Ne? Deswegen auch so mit den Fingern abzählbar in diskrete Einheiten, während analog wie so eine Schallplatte oder eine Sanduhr hat eben nicht unterscheidbare Einheiten. Und in der Musik sagt man dann eben, so eine Schallplatte hat eine höhere Qualität oder eine Reichhaltigkeit als eine MP3, weil also ein digitales Format, weil da ja was abgeschnitten wird aus Kompressionsgründen. Und das wollte ich auch nochmal hier anmerken, also dass man nochmal genau gucken muss, was meint man mit digital, ist das immer besser, weil also aus der Kunst und der Musik wird eben schon damit gespielt und dann gibt es eben bei Kunst- oder Design-Studierenden, die dann sich gar nicht mehr so digital affin sind. Und in der Hochschulbildung findet man es ja auch, alle müssen jetzt möglichst viel digitale Geräte verwenden. Das ist halt die Frage, ist das wirklich so? Oder ja, was braucht es dazu noch? Nochmal zu dem, zum dritten Punkt, zu meiner dritten These. Also es geht jetzt nochmal um Bildung. Und da habe ich das nochmal rausgesucht, also von der Französischen Revolution, weil, also nochmal zu sehen, also damals war auch ein großer gesellschaftlicher Umbruch, dann mit Humboldt eben auch, dass eine allgemeine Schulpflicht eingeführt wurde, die Berliner Universität wurde gegründet, heute Humboldt-Universität, und vielleicht erleben wir jetzt auch wieder so einen gesellschaftlichen Umbruch, also Revolution. Aber da jetzt nochmal genauer hinzugucken, weil eben die Zeit damals, deswegen war ja meine Eingangsthese, dass man nicht immer nur auf Humboldt zurückgreift, ja mit Humboldt ist schon alles zur Bildung gesagt, können wir alles so übernehmen. Nein, wir leben jetzt nicht mehr in den Zeiten. Ne? Wir haben jetzt keine Monarchie mehr, sondern eine Demokratie. Und das heißt, die ganze Welt um uns hat sich eben geändert. Aber dazu brauchen wir eben Bildung. Aber wie kann das jetzt aussehen? Also allgemeine Bildung für das 21. Jahrhundert. Und da habe ich heute auch zufällig gefunden, in der Neuen Züricher Zeitung, auch nochmal so ein Gastkommentar, wo auch das ein Stück weit problematisiert wird, also wo es ja heißt, Universitäten müssen ihre ursprüngliche Funktion als Ort des Austausches zwischen Lernenden, Forschenden, Praxis und Gesellschaft stärken. Also da steht jetzt auch nichts von Geräten und von digitalen Werkzeugen. Und ich wollte es jetzt nochmal weiterführen, weil ich denke, es geht halt um zwei Aspekte, einmal um Bildung und wenn man dann fragt, ja, was versteht man denn überhaupt in der Bildung, ist ja immer sehr diffus, ne? Also Auseinandersetzung mit der Welt, reifen daran, ne? Seine Persönlichkeit entwickeln, aber wenn man das jetzt nochmal mit Medien zusammenbringen und da kommt ja auch dann Digitalisierung ins Spiel, dann gibt es eben zwei Bereiche, die wichtig sind, ne? Die man auch in den ganzen Diskussionen findet, nämlich einmal Bildung mit Medien, das ist das Instrumentelle, also das, was ich hier mache, das Vision, ne? Das ist ja auch so, ne? Dass ich weiß, wie man hier dieses tolle Smart White oder Dingsboard benutzt. Aber es geht ja auch nochmal um Recherchieren, Kommunizieren und Produzieren. Das ist das Instrumentelle. Aber eben genauso wichtig ist Bildung über Medien. Also wir müssen wissen, was da jetzt drumherum passiert. Da kommen wir auch wieder zum Bildungsbegriff. Ne? Auseinandersetzung mit der Welt. Was ist in der Welt los? Wir haben Filterblasen, wir haben Fake News, Hate Speech und Plattformkapitalismus. Und das muss jetzt irgendwie auch nochmal Thema sein der Hochschulen. Ne? Also das wäre eben die Weiterführung von Humboldt, zu sagen, wir stehen jetzt an ähnlichen revolutionären Umbrüchen der Gesellschaft und das sind jetzt die aktuellen Themen. Bei Humboldt war es Analphabetismus, das heißt, viele Menschen konnten weder rechnen und schreiben und lesen, deswegen hat er auch die allgemeine Schulpflicht eingeführt. Und das wäre jetzt eben so die Themen, die jetzt heute auf der Agenda stehen. Und
es gibt im englischen Bereich sowas wie Critical Digital Pedagogy. Daran kann man sich ein Stück weit orientieren, weil es auch weitergeht, als was wir in Deutschland diskutieren. Also es geht sowas um Agency, Verantwortungsbewusstsein für die digitale Gesellschaft. Es geht um Teilhabe, es geht um kritisches Denken und es geht um sowas auch um, bei Bildung geht es ja auch mal viel um Subjekt, Subjektbildung, Subjektivierung. Hier kann man es mit Identität übersetzen, aber online und offline, weil wir können heute auch nicht mehr trennen, ich gehe online, so wie Boris Becker bei AOL, sondern wir sind ja permanent online, aber wir verhalten uns vielleicht online anders da als offline oder auch doch nicht, also gibt es da vielleicht sowas Hybrides, ne? Eine hybride Identität und das aber, das unterstützen, also dass Schule oder Hochschule auch das berücksichtigen, also dass die Subjektwerdung oder die Persönlichkeitsbildung eben damit zusammenhängt, dass die Menschen online auf Plattformen unterwegs sind und online miteinander chatten und Dinge machen. Und das ist ja ganz wichtig für die Identität und das sollten Hochschulen auch berücksichtigen. Und dann eben Werte wie Offenheit, Respekt im Miteinander und Teilen sollten gelebt und gefördert werden. Also das sind alles Aspekte, die man unter allgemeine Bildung fassen könnte, weil ich denke, die berufliche Bildung, die kriegen wir ganz gut geregelt. Das sehen wir ja auf Plattformen wie Udacity, Coursera und so weiter mit Nano-Degrees. Die digitalisieren das ja und da gibt es auch eine Nachfrage, da gibt es ganz viel Bewegung, da ist das Curriculum weiterentwickelt worden, da gibt es neue digitale Prozesse, eine neue digitale Kultur. Während bei der allgemeinen Bildung, also sowas wie Persönlichkeitsbildung, da hinkt man noch hinterher und die Gefahr ist, dass uns das irgendwann um die Ohren fliegt, also man muss ja nur in die Gesellschaft hineingucken, was da alles passiert, ne, um uns herum. Und da sind diese Aspekte, ne, die also jetzt eher so der allgemeinen Bildung dienen, denke ich, sehr wichtig. Damit bin ich am Ende, es kommt nichts mehr, ja. Ja, ich habe jetzt meine Medienkompetenz hoffentlich erfolgreich unter Beweis gestellt. Ich danke für Ihre und eure Aufmerksamkeit und wünsche noch einen schönen Abend. So, Markus und ich haben beide ungefähr den gleichen Haarschnitt, aber ich bin, glaube ich, medienkompetent. So. Was Markus betont hat, was besonders wichtig ist, ist, wir sprechen zwar über Digitalisierung im Bereich Hochschulsystem, Hochschulwesen, aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir nicht allein auf Digitalisierung des Gebäudes Hochschule fokussieren. Und deswegen haben wir für unser Projekt AHEAD einen anderen Weg genommen und wir haben uns dann fokussiert auf Lernwege. Und dann gefragt, okay, bei bestimmten Lernwegen in das Hochschulsystem durch sozusagen tertiäre Bildung, wie könnten sie ausschauen? Und dann natürlich eine kritische Frage, die man immer stellen muss bei allen Modellen, die man überlegt, ist, wo ist die Hochschulbildung und ab wann ist das Hochschulbildung? Und ich glaube, das ist das, worüber wir sprechen können. Die vier Modelle würden wir gleich präsentieren, nur um diese relativ einfache Grafik kurz zu erklären. Es geht um quasi das Leben von einer Person und ab wann nehmen sie Hochschulbildung wahr, sozusagen, ab wann nehmen sie daran teil und ob das größere Blöcke sind oder kleinere Blöcke. Und damit, glaube ich, würden wir alle vier Modelle kurz mal einführen. Und wir machen sozusagen diese kurzen Pitches über die Modelle und dann bitten wir sie, sich in vier Gruppen aufzuteilen und dann würden wir gern wirklich ein bisschen konkreter über die jeweiligen Modelle auch mit Ihnen sprechen. Also, kommt hier. Genau, also. Okay, wir können es auch so machen. Ja, Klaus Wannemacher von HIS-HE. Bei mir geht es salopp gesprochen um Hochschulbildung wie aus dem Ei gepellt. Wir haben für unser Modell 1 den schönen Begriff des japanischen Elektronikspielzeugs Tamagotchi gewählt. Es geht um Hochschulbildung, die den Anfang begleitet und zwar in dem Sinne, dass sie
Menschen frühzeitig in den Arbeitsmarkt, in die Berufswelt begleitet. Das ist ein Modell, das sicherlich zunächst erstmal relativ vertraut klingt. Es ist ein Modell, in dem sicherlich heute, also im Vorläufermodell sozusagen, 6/7 der Studierenden auch sich bewegen und studieren. Wir sehen aber ganz erhebliche Herausforderungen und Spannungsmomente, die sich für diese vertraute Form der Hochschulbildung ergeben. Und genau über diese Spannungsmomente würde ich gerne gleich mit Ihnen intensiv diskutieren. An der Metaplanwand, an der Rückwand sozusagen in der Mitte. Soweit ein ganz kurzer Eindruck von Tamagotchi. Das zweite Modell ist so eine Weiterführung vom ersten Modell. Wir haben das Jenga genannt. Insofern, also dass man ein festes Fundament bauen muss und darauf aufbauen kann. Also insofern, wir sagen, also es gibt so ein Fundament. Vielleicht in diesem Fundament studiert man ähnlich wie jetzt, aber wichtig ist, dass es diese zusätzlichen Module gibt. Und die spannenden Fragen sind, wer bietet diese zusätzlichen Module an? Und zum Beispiel, ob es nicht so ist, dass sozusagen Nicht-Hochschulen, also neue Anbieter, vielleicht im Vorteil sind bei diesen zusätzlichen Module, weil sie näher am Bedarf des Lernenden sind oder näher am, an den Anforderungen aus dem Arbeitsmarkt sind. Und darüber will ich mit Ihnen sprechen und mein Modell ist hier in dieser Ecke. Ja, hallo. Also ich mache dann das Modell 3, das ist das Lego-Set. Wie Sie hier schon sehen, ist es sehr verteilt, also wir gehen da komplett weg von der traditionellen Hochschule und machen das Ganze dann modular. Das heißt, es werden Module bereitgestellt und wir setzen da voll auf selbstorganisiertes Lernen. Das heißt, wir haben einen Bedarf an attraktiven Angeboten bei diesem Modell und natürlich müssen wir auch den Lernpfad umdenken. Und zwar hin zu individualisierten Curricula und zu Leistungsbeurteilungen, die ich gerne mit Ihnen dann da hinten bei der Inspiration besprechen würde. Ja, Modell Nummer 4 ist das Transformers-Modell und ich würde Ihnen erklären, wie Optimus Prime zu Optimus Prime wurde. In unserer Variante heißt das eigentlich, dass wir die Feststellung gemacht haben, dass der Eintritt in die Hochschulbildung in den Erwerbsbiografien immer weiter nach hinten rückt und was das für Konsequenzen hat und das, was das vor allen Dingen für Herausforderungen, insbesondere für die Lehrer haben wird, würde ich gerne mit Ihnen ganz hinten in der Ecke diskutieren. Gut. Also insofern, das waren die 4 Modelle. Also jeder wird die Chance haben, auch diese Kurzpräsentationen zu bekommen. Zunächst mal bitten wir Sie, sich zu entscheiden, für welches Modell Sie sich zunächst mal interessieren. Es wäre gut, wenn es in etwa ungefähr gleich große Gruppen geben würden. Also Sie sehen, eine Gruppe ist hier und dann die anderen 3 Gruppen sind dann geteilt an der hinteren Wand. Dankeschön. Ja.